Achso, übrigens hat mich auch jemand mal, also jetzt privat aus meinem Freundeskreis, mal angeschrieben gehabt, weil letzte Woche am Montag war ja die Folge so beknackt. Also mit ne, Standbild, kennt ihr ja, habt ihr ja gesehen. Letzte Woche Montag, genau. Und da meinte einer von meinen Leuten, ja, warum nutzt du auch so ein komisches Programm hier wie AV-Convert? Nutzt doch einfach OBS. Eben nicht. Dass ihr die Folge überhaupt gesehen habt, lag daran, dass ich hier so ein komisches Programm benutze. Weil das Problem, weswegen diese Videos ab und zu stockern, ist, weil ich hier so eine absolute Billo-Kamera habe und diese Billo-Kamera teilweise den Datenfluss zwischen den Pipes, also ne, die Kamera liefert ihr Bild ja hier an den X-Server über FFmpeg. Ne, hier wird das quasi das Bild dann angezeigt auf dem X-Server. Und diesen X-Server, den screene ich dann über hier, ne, da habe ich quasi einmal den aktuellen Hauptscreen, den Haupt-X-Server, der quasi auf dem alles läuft, plus den zweiten X-Server, hier, das Ding quasi, wo meine Kamera drin läuft. Und das Problem ist, teilweise spockt die Kamera so rum, dass dieser Prozess so ins Wanken kommt, dass dabei sich dieser gesamte X-Server halt stockernderweise verabschiedet, indem er halt rumspackt. Und das wirkt sich dann halt auch auf die Aufnahme aus. Weil der ja auch wieder auf dem X-Server zugreift. Es ist zwar wesentlich besser, als es früher war, wo ich direkt die Kamera abgegriffen habe, da war es ja noch schlimmer. Aber es passieren auch so immer noch Fehler, dass quasi trotzdem noch, wie gesagt, wenn die Kamera richtig am Rumspacken ist, dass es dann auch die gesamte Aufnahme quasi zerstört. Aber wie gesagt, dass das überhaupt läuft, liegt daran, dass ich das mit diesen verschachtelten X-Servern arbeite und mit AV-Convert. OBS würde in dem Moment einfach abschmieren. Das ist ja auch der Grund, weswegen sich so viele YouTuber immer beklagen, dass denen die Aufnahme abgeschmiert ist und dann die Datei zerstört war und die genannte Aufnahme futsch war. Das passiert bei AV-Convert nicht. Wenn hier irgendwas abschmiert, dann hat man entweder ne, immer noch eine Aufnahme, die halt an sich halt funktioniert, aber man hat halt nie das Problem, dass irgendeine Aufnahme komplett zerstört ist, weil sie nicht mehr beachtet werden kann, weil die Datei korrupt ist. Von daher bleibe ich definitiv bei AV-Convert. Erstens kann ich das hier viel besser kontrollieren als OBS. Zweitens hat es viel weniger CPU-Overhead als OBS, weil OBS, da wäre mein gesamter Rechner einfach schon wie ein OBS ausgelastet. Und zweitens, wie gesagt, arbeitet halt auf V-Convert auch viel zuverlässiger als OBS. Das sind so die Punkte, weswegen ich definitiv nicht OBS benutzen werde. Auch wenn es OBS für den Debian gibt. Es ist ja jetzt sogar schon vorinstalliert, aber wie gesagt, ich nutze es nicht. Weil ich habe mit OBS auch gute Erfahrung, aber halt auch schlechte Erfahrung. Und ich habe lieber eine Aufnahme, die nicht ganz so perfekt ist, als eine Aufnahme, die komplett tot ist. Wo dann einfach mal Ton nicht da ist oder das gesamte Video nicht da ist und ich mich dann im späteren Video entschuldigen muss, dass die gesamte Aufnahme ausgefallen ist. Wie gesagt, wollte ich nur erwähnt haben, weil ich wurde darauf angesprochen, warum ich das denn so mache. Das ist jetzt die offizielle Begründung dafür. Ne? Für die Leute, die da ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben wollen. Ich hoffe, die habe ich jetzt damit versorgt. So. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit dem dritten Raum. Also mit dem dritten Lager. Also eigentlich ist es ja alles ein Lager. Es sind nur drei Räume eines großen Lagers. Ja. Das ist quasi der Empfangsraum für das Lager. Und wenn man irgendwelche Sachen nicht mehr braucht, kann man sie einfach direkt ins Wasser werfen. Easy. So. Gut, na dann beginnt der ganze Spaß wieder von vorne. Yay. Achso, ich muss hier noch die Decke austauschen. Fällt mir gerade ein. Hier ist ja noch Erde. Okay, machen wir gleich, weil da brauche ich erst wieder Cobblestone. Und hier fällt der Cobblestone an. Da muss ich das jetzt nicht aus irgendwelchen Kisten rauskramen. Gott, wie langsam diese Metallwerkzeuge sind, ey. Holy shit. Da könnt ihr richtig zugucken. Oh mein Gott. Oh, wir haben auch gar keine Fackeln dabei. Scheiße. We need more Fackeln. Davon kann ich sogar noch gleich ein paar machen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wir haben gar nicht mehr genug Fackeln, kann das sein?
Wir haben. Vollkommen falsche Kiste. Wir haben. Vollkommen falsche Kiste. Wir haben 5. Also, das reicht ja Generationen. Stöcker. Danke. So, und ein bisschen Kohle. Siehst du? Kiste gleich. Gleich wieder direkt aufgeräumt, wegen weil ist raus. Ich schaff nicht mal mehr eine Tür zu treffen. Das ist traurig, das ist echt. Ich schaff nicht mal mehr ein Loch zu treffen. That's what she said. Ja. So, genau. Hier ging's. Nein. Das Ding muss bereits weg. Da ist die erste Treppe. Apropos. Ach, scheiße. Ach Gott. Das fängt super an. Gut, aber Stone Bricks brauchen wir ja nicht mehr. Wir brauchen eigentlich nur 2 Treppen. Aber sonst brauchen wir eigentlich bloß Cobblestone. Und Clean Stone. So, wir brauchen halt nur 2 Treppen. Oh, jetzt ist gerade. Oha! Es wird gerade so windig. Hm. So. Was jetzt? Wir haben Cobblestone. Wir haben die Treppen. Clean Stone. Clean Stone. Oh nein. Clean Stone habe ich jetzt auch mit ins Lager gepackt. Kann das sein? Scheiße. Ah komm. So viel brauchen wir nicht. Können wir ein bisschen rekombinieren. Sollte ausreichen. So, das Wichtigste sind erstmal die Fackeln. Beziehungsweise wir haben hier bereits Clean Stone. Das heißt, eigentlich brauchen wir gar keinen Clean Stone. Ah doch, hier Sand. Ah, war klar. War klar. Muss ja halt genau so kommen. Weißt du, da denkst du einmal, mein Test mag dich. Ha? Und dann so, nö. Warum? So, hier ist die Tür. Hier ist also Cobblestone. Dann kommt. Ist hier die erste Mitte. Hier kommt die erste Zwischenwand rein. Ist ja das korrekt? Ah, nein, das ist nicht korrekt. Doch. Nein. Hä? Ist falsch, ne? Ist falsch. Genau. Zwischenwand und dann 2 frei. Alles andere macht doch überhaupt keinen Sinn. Das heißt, Zwischenwand ist nämlich hier. Und dann ist das alles eins verschoben. Da hätte ich mir gerade beide Bären aufgebunden hier, ne? Ah, schon wieder. Halt, ich wollte erstmal die hier benutzen. Meine wunderschöne Eisenschaufel. Wo ich nichts mehr sehe. Obwohl es doch voll an der Schaufel liegt, ne? So, hier kommt die Zwischenwand. Also nochmal. Cobblestone. 1, 2, Mitte. 1, 2, Zwischenwand. Genau. 1, 2, Mitte. 1, 2, Scheiße. Egal. Ja, leck mich. So, was war's jetzt so? Hier ist Zwischenwand, Mitte, Zwischenwand. Dann kommt hier wieder eine Mitte. Und da kommt dann die Endwand. La Cobblestonus. So ungefähr. So. Okay, Mitte, 1, 2, Zwischenwand, 1, 2, Mitte, 1, 2, Zwischenwand, 1, 2, Mitte, 1, 2, Zwischenwand. Passt, perfekt. Sehr schön. So, dann können wir jetzt die Treppen hinbauen. Ach, Mann. So. Und schon ist das Ding fertig. Yay. Ja, schön. So. Genau, machen wir erstmal hier. Ja. So. Sehr schön. Mir fällt gerade auf, ich habe gerade überlegt,
wegen Sprinten, ne, hier lag ich hier gerade so normalerweise, ne, baue ich ja immer so auf, so ab, dass wenn ich hier quasi, ich stehe quasi so und halt die Maustaste einfach gedrückt und die nach vorne Lauftaste gedrückt. Hat den Vorteil, ne, der erste Block wird abgebaut, dann stehe ich quasi so, wird der zweite Block auch gleich abgebaut und wenn er abgebaut ist, laufe ich quasi direkt nach vorne, weil ich die W-Taste darauf gedrückt halte und so baue ich relativ schnell alle Blöcke ab und wenn man das so abpasst, dass wenn der ein Block abgebaut ist, man mit der Schippe genau zu unter dem Strich da ist, baut man quasi am effizientesten ab. Worauf wollte ich gerade hinaus? Genau, und dabei hatte ich dann meistens auch noch die Speed-Taste gedrückt. Und ja, das ist mir gerade aufgefallen, dass wir schon gar nicht mehr mit Speed arbeiten, weil wir diese Sprint-Mod gar nicht mehr drauf haben. Es aber vom Gameplay her überhaupt keinen Unterschied macht, weil sie auch davor ja nie funktioniert hat. Ich habe die gerade überhaupt nicht vermisst. Man hat sich irgendwie dran gewöhnt, ne? Ohne Speed-Mod zu arbeiten. So, so und jetzt einfach quasi nach vorne und so baut man am effektivsten ab. Also am schnellsten quasi. Nein! Die Schippe, die war noch nicht mal abbezahlt. Egal. Hat aber genau gereicht. Lol. Ah ne, ein Block muss man noch. Egal. Aber hat fast gereicht. Reicht aus. So. Genau, jetzt kommt der ganze Stein hier weg. Dann mache ich. Oder. Auch mal so hier. Ich dachte gerade, wir haben verkackt, weil die Tür hier falsch war. Aber die Tür war einfach nur offen und das war. Ja. Gott, Alter. Herzinfarkt des Traums. Sehr schön. So. Sehr gut. Schon wieder Kies überall. Ich glaube das nicht. Wie weit müssen wir das Ganze überhaupt abtragen? Eigentlich gar. Doch, wir müssen es mal abtragen. Genau, hier müssen wir es auf jeden Fall abtragen. Und dann auch noch da. So, perfekt. So. Achso, brauche ich natürlich wieder Cleanstone. Muss ich ja wieder auffüllen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ich schmeiß einfach mal ein Stack rein. So, Feierabend. Jutchen, dann kommt jetzt die zweite Reihe. Ist das überhaupt richtig so? Doch, genau. Ah, Wand. Mutter, der Mann mit dem Kokosnuss. Ja, mein Junge, da meinte ich ja. Tja, so diese ganze 2000er Musik, ne? Falke und so. Kennt heutzutage keine Sau mehr. Also, außer Leute, die mittlerweile irgendwo im Altersheim sind. Zumindest fühle ich mich so. Ja. Ja, ich sag mal, meine Generation kennt sie halt noch, weil wir halt mit sowas groß geworden sind. Aber wenn man sich heute so umhört. Bands geraten sehr schnell in Vergessenheit. Ich meine, solche Legenden hier wie. Also. Jetzt für mich persönlich keine Legenden, aber sagen ja viele ältere Leute so Legenden wie, weiß nicht. Was mache ich hier gerade? Ah, nee, doch, alles richtig. Mir fällt gerade nicht mal mehr der Name ein. Hier, irgendwelche Pop-Legenden wie, weiß nicht. Ja, meint ihr auch Michael Jackson oder sowas? Ne? Alles riesige Legenden. Aber ich würde mal sagen, wenn die Legende, wenn die Generation, die mit Michael Jackson aufgewachsen ist, sage ich jetzt mal, irgendwann nicht mehr da ist, ne? Denn vielleicht noch zwei, drei Generationen später, also so, ich weiß nicht, so 2100 rum, ne? Da wird keine Sau mehr von Michael Jackson sprechen. So.
Ja, ja. Ist so irgendwie ein bisschen traurig. Weil ich meine, die haben relativ gute Musik gemacht. Also, ne, ich persönlich bin jetzt kein Fan von Michael Jackson, aber es gibt ja auch viele andere Bands. Gerade die so um die 2000er-Wende rum sind. Stichwort, was ich auch letztens angesprochen habe, Rammstein oder Enomine. Ich meine, Enomine ist seit 2008 tot. Und die kennt jetzt schon keine Sau mehr. Ja, es war irgendwie. Das Musikbusiness ist zu schnellliebig. Es gibt einfach zu viel Musik auf dem Planeten. Damals, vor 1000 Jahren, so ein Beethoven, den hat man auch noch 100 Jahre später gekannt. Einfach, weil es damals nicht viel mehr Musik gab. Aber heutzutage, da gibt es halt so viele Bands, so viele Interpreten und jedes Jahr kommt nochmal die Hälfte dazu. Ich weiß nicht. Das ist... Ja. So, wir haben keine Spitzhacke mehr dabei. Haben wir die alle in die Kiste gepackt? Lol. Ja, tatsächlich. Na gut, eine nehmen wir noch mit. Eine können wir mal reparieren. Eine haben wir dann quasi immer dabei. Passt doch. So, Cleanstone. Haben wir jetzt endlich mal Cleanstone? Haben wir natürlich immer noch nicht. Habe ich zwar in den Ofen gepackt, aber nicht mehr rausgenommen. So. Sehr schön. Gut, hier siehst du schon, ist das Inventar wieder voll. Das ist meine Fresse. So. Danke. Danke. Danke, danke, danke. Und danke, danke. Und danke. So. Hier fehlt noch eine Fackel. Genau. So, dann können wir schon mal anfangen, hier die erste Wand reinzuziehen. So, aber Scheiße. Perfekt. So, dann hinten noch die Wand reinziehen. Dann sind wir eigentlich schon wieder fast fertig, Alter. Lol. Gut, die Folge ist schon wieder fast vorbei. Die Zeit vergeht doch schneller, als ich dachte. Lol. So, dann machen wir mal jetzt hier diese schrägen, diese Treppen, meine ich doch. So. Achso, siehst du, und wir müssen dann noch die Decken auswechseln. Fällt mir gerade ein. Und zwar sowohl in dem Raum hier, als auch in dem nächsten Raum. Da hatten wir ja die Treppe, die Decke noch nicht ausgetauscht gehabt. Aus Gründen der Geheimhaltung. Ist die Spitzhacke neu oder? Oh, nee. Hä? Ach so, stimmt ja. Wir haben die neue Spitzhacke noch gar nicht verwendet. Lol. Ich sehe nichts mehr. Ah ja, da merkt man schon, ne? Auslichtung, Auslichtung. Ausleuchtung ist das A und O. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das genau mit der Beleuchtung mache. Einfach, weil ich da noch relativ ideenlos bin. Ich meine, man könnte es einfach sagen, okay, man macht an diese Zwischenpfeiler denn die Fackeln ran. Aber ich meine, das sind pro Seite gerade mal zwei Stück. Damit kriegst du diesen Raum nie im Leben ausgeleuchtet, wenn jetzt hier schon 7 Fackeln nicht reichen. Ach, hier fehlt ja auch eine Fackel. Oh. Das erklärt auch, warum es hinten so dunkel ist. Ah, schon besser. Lol. Warum sagt mir das keiner? Ja, wie gesagt, eben. Wenn wir dann quasi nur hier die Fackeln haben, weil hier dann diese Pfeiler sind, das wird hier hinten in den Ecken ganz schön dunkel. Dann müssen wir also gucken, ob wir dann hier im Türbereich und hinten an der Wand auch noch Fackeln ranmachen oder irgendwie. Wie gesagt, das gucken wir dann ganz zum Schluss, wenn dann auch die Dwarver, also wenn quasi alles andere fertig ist, komplett. Weil dann wissen wir, wo es wie dunkel ist, wo wie viel Licht hin muss, ne, wo wie der Bedarf quasi ist. Hm? Weil Angebot kann ja nur aus Nachfrage resultieren. Alles andere wäre ökonomisch nicht sinnvoll. So, dann hier noch einmal hin.
Und jetzt bloß noch die Decken. Dickster Bumster. Nein. Da. Was war das gerade? Lol. Das war ein Glitch in der Matrix. So. So wie der Hund draußen gleich durch einen Glitch umfällt. Das hat nichts mit meiner Shotgun zu tun, die ich gerade in der Hand halte. Okay, der Vogel möchte auch sterben. So, wie viele brauchen wir? Wir brauchen 12 Stück, ne? Nee, reicht nicht. Wir haben ja 5 hier. Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen 20 Stück. Oh mein Gott. Ja, super. Ja. Ach, ja klar, mit Kohle. Es gibt auch diesen Kohlestein, ne? Wie war denn das? Kohlestein. Hä? Ah, nee, das ist Kohleblock. Das hier. Herr im Himmel. Ach so. Ach. Mal. Schon wieder das, wo man das genauso machen muss. Ach nee, ich habe einfach nur das falsche Mal. Wow. Ja, natürlich bitte Cleanstone benutzen. Ah, es geht doch so wie. Siehst du? Das sind so Rezepte, die ich mag. Da kann man das einfach anordnen, wie man möchte. Bam. Weil das halt quasi. Ne, es gibt ja meistens zwei verschiedene Arten, wie du quasi ein Rezept definieren kannst. Einmal dieses Formlose und einmal halt das Normale. Und eben, normalerweise, wenn man nur zwei Sachen kombinieren möchte, dann kann man eigentlich auch das Formlose benutzen. Also, wie gesagt, bei Fackeln zum Beispiel, da macht es Sinn, weil da gehört nun mal die Kohle auf den Stock drauf. Ich meine, das soll ja schließlich nicht von unten brennen. gut, ich meine, man kann ja später, wenn man die in die Hand nimmt, da umdrehen. Also, ja, okay. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das macht quasi schon einen gewissen Satz an Sinn. Aber es gibt halt auch Sachen, so wie vorhin zum Beispiel, mit dieser Pisten. Naja, das Ding machst du sowieso auf der Werkbank, das ist doch egal. Also, vor allen Dingen, wisst ihr, wenn schon, dann wenigstens richtig. Ne? Guck mal, hier, Bild. Da ist der Kleber links neben der Kiste. Also, wenn du schon das irgendwie sinnvoll machen möchtest, dann bitte auch die Kiste dahin stellen, damit der Kleber auf die Kiste darauf kommt. Aber darüber, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Die hätten hier also hier keine Fertigung machen müssen, sondern quasi diese Mischung, also dieses Formlose kombinieren. Hätte viel mehr Sinn gemacht. Ah ja. Alle Leute sind bekloppt. Alle. So, ich wollte eigentlich hier noch was machen. So. Reicht nicht ganz. Nein. So. Bam, bam, bam. Bam, bam. Dum, 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 dum. Und ja, ich darf mich über andere beschweren, weil ich habe sowas jetzt noch nicht gemacht. Und Leute, die von nichts Ahnung haben, sind sowieso die, die sich am besten über Sachen beschweren können. Dieses sogenannte Backsitting-Syndrom. Wem das nicht sagt, Backsitting, so bezeichnet man die Leute, kennt ihr bestimmt alle, wenn man irgendwie, ne, man spielt gerade ein Computerspiel. Bestes Beispiel sind Ballerspiele, ne? Man spielt selber ein Spiel, irgendein Spiel, und hinter einem sitzt einem, der zuguckt, und dann sagt er, guck mal, da ist was, guck mal, da ist noch was, guck mal, das musst du so machen. Dieses Verhalten nennt man Backsitting-Syndrom. Und ja, in die gleiche Schublade gehören quasi auch die Leute, so wie irgendwelche, ich weiß jetzt nicht, ob es dafür nochmal einen extra Begriff gibt, aber es gibt ja auch diese Leute, die zum Beispiel jetzt Fernsehen gucken, ne? Beim Fußballspiel zum Beispiel. Die Leute, die sich die Fußballspiele angucken und sich dann groß aufregen, das hättest du so machen müssen, der ist doch voll Idiot. Wer hat dir denn ins Team gewählt? Das hätte ich viel besser gemacht. Solche Leute. Ja. So. Okay, damit sind alle Räume jetzt quasi fertig. Dann muss ich bloß noch die Decken austauschen. Mache ich das noch diese Folge? Marco, welche Folge haben wir jetzt gerade? Ne, wir haben noch eine Folge. Genau, für morgen die Folge kommt. Ja gut, dann tauschen wir in der nächsten Folge Decken auf und dann sind wir mit den Katakomben soweit erstmal fertig. Nächste Woche machen wir dann die ganzen Dwarver, pflanzen die dann da ein, gucken dann wegen der Beleuchtung. Das wird dann spaßig. Aber wie gesagt, das ist dann frühestens nächste Woche. Bis dann.
Also bis zur nächsten Folge, nicht bis zur nächsten Woche. Hey.